Ich glaube, ich werde heute mal ein paar Fragen beantworten. Ich könnte mal gerade auf Twitter fragen und auf Instagram, ob ihr ein paar Fragen für mich habt. Ansonsten nehme ich einfach welche von YouTube oder von sonst wo online, wo halt so Fragen zur Verfügung stehen. Und dann beantworte ich die mal in diesem Video. Also stay tuned. Hi Leute. Na, was geht? Ich weiß, wir haben uns den ganzen Tag nicht gesehen. Ups. Ist jetzt nämlich schon ziemlich spät. Ja, was haltet ihr von meinen Haaren? Geil, ne? So ein bisschen 80er. Ich dachte, ich schmink mich mal ein bisschen. Einfach so, kurz erkennen. Und beantworte dabei ein paar Fragen. Eigentlich wollte ich das getrennt voneinander machen. Mich erst schminken und dann ein paar Fragen beantworten. Ich muss meine Haare aus dem Weg nehmen. Die sind fürchterlich so. Ich sollte die vielleicht glätten. Aber darauf habe ich jetzt keinen Bock. So, ich habe ein paar neue Produkte mir gekauft. Und zwar diesen Blush hier von Max Factor in der Farbe Soft Pink, 14 Soft Pink. Und einen Augenbrauenstift in der Farbe, also von River de Loup, in der Farbe 05 Peanut. Und diesen hier, das ist auch von River de Loup, ein Automatic Lip Liner. Ja, River de Loup hat letztens das komplette Sortiment umgestellt. Die sehen jetzt völlig anders aus. Das ganze Design von allen Produkten sieht anders aus. Das interessiert euch vielleicht nicht unbedingt. Das hier zum Beispiel ist das neue Design von diesen. Also, die stechen jetzt mehr ins Auge, diese ganzen River de Loup Sachen. Ja, und das hier ist schon aus der neuen Range sozusagen. Ich habe nämlich nach einem Augenbrauenstift gesucht. Ich war letztens bei der Kosmetikerin und diese Augenbraue hat sie toll gemacht. Und bei der hier hat sie hier oben so ein kleines Eckchen vergessen. Toll. Gehe ich da jetzt hin und beschwere mich? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sollte ich das tatsächlich machen. Ich mache mal irgendwas Einfaches auf die Augen. Irgendwas Sommerliches. Ich habe hier schon wieder meine Lightly Toasted Palette. Achso, ich wollte ein paar Fragen beantworten. Vielleicht mache ich das auch gleich. Wie alt warst du, als du gelernt hast, Fahrrad zu fahren? Keine Ahnung, wie alt ist man da so gewöhnlich? Ich glaube nicht, dass ich sehr viel älter war als die meisten Leute. Doch, ich glaube, ich war ein bisschen älter. Ich habe nämlich damals immer. Auch wenn ich auf dem Sattel, Quatsch, auf dem Rücksitz sozusagen vom Fahrrad saß, als kleines Kind, kaum Luft gekriegt wegen dem Gegenwind. Und deshalb habe ich relativ spät Fahrradfahren gelernt, also vielleicht mit 5, 4, 5, keine Ahnung. Meine Eltern meinten jedenfalls damals, es wäre spät gewesen. Keine Ahnung, wie alt man ist, wenn man Fahrradfahren lernt. Wahrscheinlich ein bisschen früher, jünger. Idee. Ich mische jetzt einfach so einen Goldton und so einen Champagnerton. Ich hätte auch irgendwie Bock, mal dieses Blau auszuprobieren. Ich probiere nämlich eigentlich immer nur am Wochenende oder wenn mich keiner sieht, halt irgendwelche lustigen Make-up-Looks aus. Und ansonsten bleibe ich bei meinem Standard-Dinges. Mit meinen 5 Minuten Zeit, die ich habe, morgen fährt, um mich fertig zu machen. Bleibt mir nämlich nicht wirklich viel Zeit, um irgendwas auszuprobieren. Genau. Ups, ist nicht wirklich toll aufgetragen hier. Und dann mache ich einfach den hellblauen. Den mache ich einfach unten hin. Das sieht bestimmt richtig dumm aus. Aber man kann es ja mal ausprobieren. Ah, Lena, du machst schon wieder richtig tolle Sachen. So, nächste Frage. In wie vielen Ozeanen bist du schon geschwommen? Ich glaube nur in einem, im Pazifik, als ich in Neuseeland war. Und die Wellen, sag ich euch, sind so hoch. Ich komme ja von der Ostsee und ich kenne ja diese Ostseewellen. Und das sind die quasi Badewannenwellen gegenüber den Pazifikwellen. Oh mein Gott, da stehst du so noch im seichten Wasser und das Wasser geht dir so bis kurz über die Knie vielleicht und dann kommt eine Welle an und überrollt dich einfach komplett. Und du denkst so, die war doch noch nicht mal groß. Was ist hier los? Aber dadurch, dass der Ozean so groß ist, wirken halt selbst kleine Wellen irgendwie übelst riesig. Beziehungsweise wirken nicht riesig, sondern sind einfach riesig. Und da kann man sich auch richtig vorstellen, dass da Wale drin schwimmen in diesem Wasser. Ich habe den Atlantik zwar schon mal gesehen, übrigens, aber ich war noch nie drin schwimmen, weil es einfach zu kalt war in Irland. Und im Indischen Ozean war ich auch noch nie schwimmen, beziehungsweise den habe ich dann nicht mal gesehen. Ich war zwar in Indien, aber ich war nicht in Mumbai. Wir waren da zwar in der Nähe der Küste, aber halt nicht dort.
an der Küste direkt. Wie würdest du deine Tochter nennen? Ich mochte mir den Namen Emma sehr gerne. Weiß nicht warum, wo ich den aufgeschnappt habe. Ich glaube in Neuseeland, da hieß eine Kollegin von mir Emma. Das fand ich eigentlich sehr schön. Sie fand den überhaupt nicht schön. Sie fand den so gewöhnlich, den Namen. Aber ich mag Emma irgendwie. Kommt dann natürlich auch auf den Nachnamen an, ne? Wenn dein Nachname mit M anfängt, ist das mit Emma M ein bisschen komisch. Aber wenn dein Nachname Hill ist, Emma Hill, geht das? Oder Emily oder sowas ging ja auch. Irgendwelche Abwandlungen des Namens. Aber Emma fand ich eigentlich immer ganz schön. Aber es ist wahrscheinlich so das Äquivalent von Anna in England oder in englischsprachigen Räumen. Wie würdest du deinen Sohn nennen? Vielleicht, also ich mochte immer Lorenz ganz gerne, aber inzwischen bin ich mir da nicht mehr ganz so sicher. Oder was haltet ihr von Lorenz Hill? Das klingt doch gut, oder? Seht ihr, das meine ich mit, man muss halt auch gucken, wie der Nachname ist, dass der zum Vornamen irgendwie passt. Sorry Leute, es ist gerade übelst blaustichig. Ach, das sieht doch schon viel besser aus. Hallo Freunde, bin jetzt schon viel gelber. Der Sammy ist da. Sammy ist da. Vielleicht beantwortet der Sammy auch ein paar Fragen. Ja, ich bin gerade Namen für Tochter und Sohn durchgegangen. Aber als nächstes kommt, was war deine Lieblings-TV-Show, als du ein Kind warst? Die Sachen stehen hier auf Englisch, deshalb muss ich das mal gerade in meinem Kopf übersetzen. Ich glaube, Malcolm mittendrin tatsächlich. Also ich war nie so der Sitcom-Mensch oder derjenige, der überhaupt Serien geguckt hat. Hm. Aber von sowas wäre es bestimmt Malcolm mittendrin. Das fand ich einfach awesome. Und dann natürlich, ja, so Pokémon und sowas habe ich geguckt, aber nie so richtig krass abgefeiert. Dragon Ball Z fand ich echt gut, weil es unterhaltsam ist, irgendwie lustig, mit so einem typischen, es ist so diese Art von Humor in Animes, die was sich nicht so selbst ernst nimmt. Und das finde ich krass, auch wenn das Leben der Welt auf dem Spiel steht oder so. Und Dragon Ball Z hat auch immer so einen kleinen pädagogischen Ansatz. Da gab es den Superhelden, der halt nicht einfach nur übelst krass war und Leute gerettet hat, sondern der war halt auch Familienvater und der war halt übelst lieb. Und weiß nicht, das hat mich irgendwie berührt so ein bisschen. So, ich habe das gerne geguckt, das hat mir Spaß gemacht. Ich habe Dragon Ball Z nie geguckt. Nie. War vielleicht auch so ein Jungsding. Ja, ich glaube, es ist ein Jungsding. Nein! Kann ich da mal einmal durchbürsten? Okay, das ist voll angenehm. Du wirst es lieben. Oh ja. Oh, jetzt muss aber die andere. Ich liebe es. Nein, die eine, die muss noch ein bisschen. Oh, die braucht. Du musst es ausgleichen. Schnell! Ah, hey. Ja, Baby, fühlst du es? Spüren Sie es, Mr. Krabs? Spüren Sie es? Fühlst du es, Baby? Ich fühle es. Und? Fühlst du dich jetzt wohl? Pudelwohl. Ah, super. Sieht aus wie ein Zombie in der Kamera. Ah. In welcher Hinsicht? Gleich blaustichig. Ich bin gerade aus den Tiefen des Moors entstiegen. Aus deinem Zimmer, aus den Tiefen deines Zimmers. Des Moors, sagte ich doch. Ah, ja, genau. Wir haben als nächstes aus. Ich habe hier diesen wunderschönen neuen Blush, den möchte ich gerne mal ausprobieren. Der ist neu. So, was haben wir jetzt nächstes für eine Frage? Ach so, ja, meine TV-Show. Ich hatte keinen Fernseher, bis ich 10 war. Und danach, was habe ich denn danach geguckt? Alles Mögliche, was so lief. Ich habe auch Pokémon geguckt, aber nicht so, dass ich unbedingt zu einer gewissen Uhrzeit den Fernseher angemacht habe und das dann immer geguckt habe. Ich habe einfach, das lief dann halt immer nach der Schule, sag ich mal. Oh, Detective Conan habe ich geliebt. Das stimmt, den habe ich auch geguckt. Aber ich habe das alles so unzusammenhängend geguckt, nicht so als Reihe irgendwie oder halt jeden Tag oder so. An viel was anderes kann ich mich nicht erinnern. Oh doch, Sabrina die Teenage Witch. Sabrina hieß das. Auf Englisch heißt es Sabrina the Teenage Witch. Das war so eine Hexe. Ich glaube, ich kenne das. Mit so einer Katze. Und naja, die war halt Teenager. Und ich glaube, die hat bei ihren Tanten gewohnt oder so ähnlich. Das läuft aber schon ewig nicht mehr. Aber das ist so auch richtig altamerikanisch. Oh, dabei fällt mir ein typisch Andy. Kennt ihr noch typisch Andy? Nee, das war so ein, das war so eine von Nickelodeon oder Super RTL kam das immer. Mhm. So ein großer weißer Typ und so ein kleiner Dunkelhäutiger mit so einer Turmfrisur. Und die haben immer allen Streiche gespielt. Mhm. Also er war immer so der Scherzboy, der hat immer alle reingelegt. Darum ging es in der Serie. Mhm. Dass er übelst
der kreative Kopf war und dann so sein Helferkumpel halt ihm ja dabei immer unterstützt hat und sich voll krasse Sachen ausgedacht. Das war übelst. Die Serie war übelst kreativ und witzig. Es war cool. Als was hast du dich an Halloween verkleidet, als du 8 warst? Oder hast du überhaupt früher mal einmal sich als zu Halloween verkleidet? Die Fragen kommen halt aus den USA, da verkleidet man sich, glaube ich, immer. Ja, ich glaube, also ich habe das auch gerne gemacht als Kind. Ich bin sogar um die Häuser gezogen mit meinen Kumpels, ja, und hatte so eine Süßigkeiten-Tüte. Und dann haben wir uns in ein Zimmer von uns halt dann nach irgendwie begeben und haben diese ganzen Sachen auf einen Haufen gelegt und haben die dann nochmal aufgeteilt. Und dann hat jeder sich so ein bisschen das auch gesucht, was er gerne mag oder so, oder was er haben wollte. Und so, nee, ich will aber das. Und da gibt es von eins nur, aber nee, aber dafür bekomme ich. Dafür bekomme ich das. Nee, das lief super. Wir haben das echt gut klargekommen. Ja, und ich war, glaube ich, der Sensenmann. Also zumindest hatte ich so eine Sense. Einfach aus so einem, wie soll ich sagen, so eine kleine Holzlatte, so eine dünne, und dann so mit Pappe. Das habe ich selber gebastelt und mein Vater hat das dann sozusagen zusammengeführt. Also mit so einer Reißzwecke oder. Nee, ja, das haben wir erst probiert, aber das hielt nicht. Und dann hat er das einfach mit einer Reißzwecke festgemacht. Das war halt quasi. So, hier war die Stange und so zwei Pappblätter, so, die halt so in Form geschnitten waren, war dann so da dran geheftet. Das war cool. Das war dann hatte ich eine richtig coole Sense und dann hatte ich irgendwie noch eine Maske und halt einfach so ein normales Outfit. Ich war immer ein Teufel. Da hat mein Vater mir so eine Maske gemacht. Der hat ganz viel Gipsverbände bei sich auf Arbeit. Und die hat er einfach genommen, über mein Gesicht gemacht. Und dann hat er mir so eine Maske aus so einem irgendein Plastizeug. Das konnte er machen. Keine Ahnung wie. Ja, hat er mir gemacht, quasi die genau auf mein Gesicht gepasst hat und mit Augenlöchern und so weiter. Und die ging ziemlich weit nach hinten, glaube ich. Und jedenfalls waren dann da so eine Hörner dran von so einem, so richtige Kuhhörner. Mhm. Weil wir noch so einen alten Helm hatten von meinem Onkel, auch so irgendwie so ein Wikingerhelm. Und der hatte echte Kuhhörner, weil der auf einer Farm gearbeitet hat. Und die haben wir einfach gekürzt und da dran gemacht. Da haben wir das alles schwarz gesprüht, glaube ich. Krass. Geil. Ja, das war richtig geil. Hat sich voll awesome. Und das war übelst nice. Auch, also ich meine, mein Vater hat nicht viele Sachen mit mir oder für mich gemacht. Und da hat er sich nicht lumpen lassen, sag ich mal. Hat er einfach mal einen Nachmittag investiert darin, so eine Sachen für mich zu machen. Ja, das war cool. Mein Vater hat immer mal was für mich gebaut. So, ich war ja immer so ein Star Wars-Fan. Und er hat mir damals auch so Schwerter gebaut. Ich hatte richtig so aus Holz geschnitten und dann abgefeilt. Und dann quasi den Griff wie so mit Tape, mit so braunem, beigen Tape so umwickelt. Und da hatte ich so ein Doppelschwert und halt ein einfaches. Das fand ich cool. Die sind bestimmt noch irgendwo zu Hause in der Garage, die Dinger, bestimmt. Das hoffst du. Und der hat mir manchmal, weil ich immer so mit Lego gespielt habe viel und so Raumschiffe und so, und da hat er mir aus irgendwelchen Schrottteilen, die er hatte, hat er das irgendwie so ein bisschen zusammengesteckt und dass das irgendwie symmetrisch war, und dann waren das so kleine Raumschiffe und davon hatte ich mehrere. Das war übelst cool. Das war wie so ein kleines Viereck und da kam oben so ein Rohr raus und hinten wie so zwei, also an der Seite so zwei Röhrchen, die abgingen und hinten noch eins raus. Das waren wie Triebwerke und die konnte man hoch und runter klappen, weil die einfach da so quasi lose drinne war. Ich weiß gar nicht, das gehörte bestimmt zu irgendeinem Abwasserzeug oder so. Aber das war übelst cool, das waren wie kleine Raumschiffe. Das war mega geil. Das ist schon echt nice. Also, falls du mal ein Papa wirst, weißt du, was du zu tun hast? Ja. Sachen basteln für deine Kiddies. Mach ich auch. Das schätzen die noch in ihren 20ern. Siehst du? Ich habe hier diesen Essence So Glow Highlighter. Ich habe keine Ahnung, welche Produkte ich in meinem letzten Make-up-Tutorial gezeigt habe. Aber jetzt nehme ich mal diesen Highlighter. Ich glaube, den habe ich letztes Mal auch gezeigt. Und den trage ich jetzt immer mit so einem Pinsel auf. Mit so einem Real Techniques Contour Brush. Und da gehe ich einfach vorne rein und dann tippe ich das hier oben halt auf, wo man halt so den Highlighter aufträgt. You like that glow? Ich nehme jetzt diesen Lip Liner. Ich habe keine Ahnung, ob der überhaupt dazu passt. Das ist so ein Nu-Ton. Und zwar ist das die Farbe 5 Biscuit. Ich habe den schon mal benutzt und da habe ich ihn über meine Lippenlinie aufgetragen. Und da sah ich aus wie so ein,
so ein Pornostar sah ich aus. So unrealistisch. Ich weiß nicht, wie einige Leute das machen können. Aber mir sieht das so komisch aus. Vielleicht muss man sich auch einfach an so eine Looks gewöhnen. Ja, die Farben finde ich eigentlich ganz schön. Ich mag auf jeden Fall diesen Augenbrauenstift und ich mag auch den Blush und den Lip Liner. Also gute Teile kann man sich kaufen, wenn man möchte, wenn man sowas braucht. Ich beantworte jetzt noch ein paar Fragen. Sind deine Großeltern immer noch verheiratet? Sie wären es, wenn meine Großväter noch leben würden. Meine Großväter sind beide schon gestorben. Der eine Großvater ist schon vor Jahren gestorben. Den habe ich gar nicht kennengelernt. Und der andere ist erst vor 3 Jahren gestorben. Noch nicht so lange her. Was war der erste Freizeitpark, in dem du warst? Ich muss zugeben, ich war noch nie in einem Freizeitpark. Noch nie. Früher bin ich aber voll gerne Rollercoasters gefahren. Wie heißt das auf Deutsch? Achterbahn. Habe ich geliebt. Mein Gleichgewichtssinn hat sich ein bisschen verändert. Früher konnte ich das voll gut ab und mir ist nie schlecht geworden. Aber jetzt wird mir auch im Auto oft schlecht, wenn man irgendwie so Serpentinen fährt oder so. Oder jemand immer schnell fährt und dann wieder bremst oder sowas. Da wird mir so schlecht. Deshalb weiß ich nicht, ob ich jetzt noch gerne Achterbahn fahren würde. Welche Sprache, abgesehen von deiner eigenen, würdest du gerne flüssig sprechen? Auf jeden Fall Japanisch. Oh mein Gott, so gerne. Ich habe ja mal Japanisch gelernt in der Uni, aber ich kann es nicht so gut, dass ich es flüssig spreche, geschweige denn flüssig verstehen könnte. Ich kann nun eigentlich nur ein paar Begriffe, leider. Ich würde es so gern wieder lernen. Ich habe mir auch das eigentlich vorgenommen, das wieder mehr zu lernen. Auch einfach mich zu Hause hinzusetzen mit meinen Karten. Meine Lernkarten, die habe ich nämlich noch alle da unten in einer kleinen Box. Ich habe mir einfach in der Uni solche Lernkarten gemacht, das hatten wir alle. So kleine Karten und da stehen dann auf der einen Seite halt diese japanischen Begriffe drauf. Ja, das konnte ich mal lesen. Und dann steht hinten, wie man es ausspricht und was es bedeutet. Das obere wird Oagari Kudasai ausgesprochen und heißt Bitte kommen Sie herein. Und das untere ist Oki Otsukete und heißt Seien Sie bitte vorsichtig. Passen Sie auf sich auf. Das stimmt. Oh mein Gott. Süß. Oh mein Gott, jetzt habe ich voll Bock, die alle durchzugehen und alle zu lernen und mir das wieder ins Gedächtnis zu rufen. Nur noch ein paar andere durchnehmen. Was haben wir hier noch? Überregionale Zeitung, Alter. Wer braucht diese Begriffe noch? Wellenlänge. Arbeite ich irgendwie beim Radio? Entfernter Ort oder Ferne? Toku. Lern Japanisch mit Lena. Lena Hill on Tour. Lena Hill in Japan. Okay, ich glaube, das war's für heute. Ich habe die Augen jetzt goldener gemacht und noch einen Eyeliner drüber gelegt und ich finde, es sieht jetzt viel besser aus. Es passt jetzt viel besser zusammen. Der pinke Blush passt wahrscheinlich trotzdem nicht, aber egal. Und ignoriert meine Haare. Oh mein Gott. Was ist damit los?